Auf deine Freundin Bombe ist Verlass. Allerbeste Ware. Damit wirst du in Istanbul ein gutes Geschäft machen. Rein mit den Gefangenen. Vorwärts. Nehmen Sie ihm die Binde ab. Sephir, ich habe deinen Befehl ausgeführt. Hier ist der Gefangene. Welche Ehre, Hauptmann Gesorza. Du wolltest meine Leute schnappen, um mir das Geschäft zu verderben, aber das Blatt hat sich gewendet. Nun bin ich kein Unmensch, wenn du Vernunft annimmst, könnten wir in Zukunft die Geschäfte zusammen machen und Freunde werden. Du brauchst nichts weiter zu tun, als vor gewissen Dingen die Augen zu verschließen. Wenn du mir darauf dein Ehrenwort gibst, werde ich großzügig sein lassen. Außerdem bin ich nicht kleinlich. Es fallen oft ein paar Brocken ab von meiner Tafel. Ich denke, wir verstehen uns. Ich würde mich zu solcher Schurkerei niemals hergeben. Ich könnte dich für immer zum Schweigen bringen, Hauptmann Dosorza. Aber es wäre wohl nicht sehr weise von mir, einen Offizier des Padischa zu töten, noch dazu einen Europäer. Dein Verschwinden könnte unliebsam auffallen. Und das wäre nicht zum Vorteil meiner Geschäfte. Losbinden! Ich werde dich also lieber laufen lassen, denn es ist absolut kein Risiko für mich, dir die Freiheit zu schenken. Ich weiß genau, dass du nichts gegen mich unternehmen wirst. Drei Menschen, die dir sehr nahe stehen, bürgen mir mit ihrem Leben für dein Schweigen. Wenn du dich überzeugen willst... Nun? Mirja, meine Kinder. Ich habe an alles gedacht. Ich war schon immer ein vorsichtiger Mann. Nun sieh dir die müden Knochen an. Nochmal. Ruhe, kein Wort mehr.
Was ist das wieder für eine Schlamperei? Ich habe euch schon 100 Mal gesagt, die Dienstanweisung unserer AB lautet, beim ersten Signal steht jeder vor seinem Kamel. Als Soldaten des ruhmreichen Stammes der Hadedin habt ihr traditionsgemäß Zucht und Ordnung zu halten und Tag und Nacht für euren Scheich einsatzbereit zu sein. Rede mir nicht dazwischen. Dummes Kamel. Erlaube, o edler Scheich, aber gestern hast du uns gesagt, dass das erste Hornsignal für uns bedeuten würde... Mannschaft und Kamele halten den Mund. Hier spricht nur eine und das ist euer Scheich Hadji, Aleph, Omar Ben Hadji, Abel, Abbas Ibn Hadji, Davut Al-Gossar und außer mir hat hier niemand was zu sagen. Aleph, wo steckst du denn wieder? Ich komme ja schon, meine süße Hanne. Und das eine schreibt euch hinter die Ohren. Wenn ihr in Zukunft so weitermacht, dann... Aleph! Ja? Aleph, du kommst jetzt sofort rein! Weitermachen. Na, wartet. Meine süße Hanne, du mein aufgehender Abendstern, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mich nicht immer unterbrechen, wenn ich mit meinen Truppen spreche. Keine Truppen, dass ich nicht lache. Bist du laut, meine süße Hanne? Ich rede so laut, wie ich will. Ja. Immerhin bin ich deine Frau und die Enkelin des großen Malek, der Scheich der Ateiden. Du duftigste Blume unter den Töchtern der Wüste, du strahlendste Leucht unter den Leuchten des Männerglücks. Du Honigkuchen unter den Weibern. Hatschi, lass das naschen. Ja, los, schäl deine Kartoffeln. Du süße Kartoffel, du. Nein, kein Honigkuchen, komm hier gleich. Ich denke, so schießt nur einer, mein berühmter Freund Karabelemse aus Alemannia. Aber wo kommst du denn her? Von Mosul den Tigris herunter. Nein, Halef, ich mich freue, dich wiederzusehen nach so langer Zeit. Na, und ich erst sieh dir. Nein, so eine Überraschung. Nur du ahnst ja gar nicht, was alles passiert ist, seit wir uns vor 4 Jahren getrennt haben. Wer hier vor dir steht, der Scheich, der Hadedin. Gratuliere, Allah hat endlich deine Vorzüge zum Würdigen. Oh, ich danke dir, Sidi. Du wirst staunen, wenn du meine Truppen siehst. So trefflich dressiert und so gut organisiert und diszipliniert. Und alles hört auf mein Kommando, Mannschaft und Kamele. Hier hat mir keiner was dazwischen zu reden. Was ich sage, wird gemacht. Oh, weißt du, ich habe nämlich inzwischen auch geheiratet. Was? Ja, da ist sie. Komm ruhig näher, schau sie dir mal an. Also ich bewundere deinen Mut, Halef. Hast du dich endlich in eheliche Fesseln schlagen lassen? Mhm, Fesseln. Oh ja, Fesseln. Oh, meine süße Hanne, du liebste Gazelle unter den Haremstöchtern. Das ist mein Freund Kara Benemsi. Tritt näher, Sidi. Du musst dir unseren Sohn anschauen. Wir haben ihn Kara genannt. Ja. Dir zu Ehren, Sidi. Darf ich vorstellen, der zukünftige Scheich der Hadedin, Hadji Kara Halef Ben Hadji, Halef Omar Ibn Hadji, Abel Abbas Ibn Hadji, und so weiter und so fort. Schon ein richtiger Scheich, ganz der Papa, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und er hat schon eine richtige Kommandostimme, nicht zu überhören hier. Lass ihn. Sidi, 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 jetzt unternehmen wir doch sicher wieder ein neues Abenteuer, nicht? Oh nein, unternimm deine Abenteuer gefälligst zu Hause, hier gibt es für dich genug zu tun. Deine Frau hat recht, dein Platz ist jetzt hier. Ja, ich will den Tigris hinunter. Ich hoffe, dort unseren Freund Lindsay zu treffen. Du weißt doch, den englischen Altertumsforscher, den wir im Sudan kennengelernt haben. Sir David? Ja, er soll dort Ausgrabungen machen in der Gegend von Babylon. Babylon? Oh, die Gegend von Babylon ist viel zu gefährlich. Da kann ich dich unmöglich allein reisen lassen. Das ist ganz, ganz, ganz ausgeschlossen. Sidi, sprich doch mit Hanne, dass sie mir erlaubt, mitzukommen. Nein, nein, ich mische mich nicht in eure Familienangelegenheiten. Du willst mich also nicht mitnehmen? Sei doch vernünftig, Halle. Als Familienvater wirst du hier gebraucht. Depore. Was willst du denn hier? Habe ich dir nicht gesagt, dass du zu Hause bleiben sollst? Ja, schon, aber ich muss dich doch beschützen.
Und deine Frau? Oh, wir haben uns ganz friedlich darüber ausgesprochen. Hat's wehgetan. Ja, aber schließlich hat sich ihre Sanftmut dir der eines Lammes gleicht. Ja, au, der männchenkrafte Scheißer hat ihn gebeugt. Also, um mich zu begleiten, hast du Weib und Kind im Stich gelassen. Im Stich gelassen, aber sieh, wie kannst du nur so etwas aussprechen? Ich habe doch Weib und Kind im Schutz meiner Truppen anvertraut. Also meinetwegen, dann komm mit. Aber sieh, die mit tausend Freuden. Hey. Nur los, los. Ja, du darfst auch mitkommen. Hier werden wir übernachten. Was meinst du dazu? Doch, was du meinst, Sidi, ist immer richtig. Ach, Sidi, Allah sei Dank. Wie schön ist diese Ungebundenheit, diese unverhoffte Freiheit. Ach. Und die Aussicht, an deiner Seite neue ungeahnte Abenteuer zu erleben. Sidi, komm schnell, ein Floß. Da hinten. Die scheinen weiter unten anzulegen. Ja, aber ganz in unserer Nähe. Ob die uns gesehen haben? Ja, vielleicht sind das Banditen, die uns überfallen wollen. Du hast eine blühende Fantasie. Aber ich kann mir die beiden ja mal ansehen. Kümmere du dich um die Pferde. Ist gut, Sidi. Ich denke, Peder, wir werden hier lagern. Die Bucht liegt geschützt. Wie weit ist es noch bis Hille? 3 Tagesreisen. Ich bin schon neugierig auf meinen Geschäftsfreund. Das ist noch höchste Zeit, dass du den Zephyr endlich kennenlernst. Ja, ich arbeite immerhin schon 3 Jahre mit ihm zusammen. Das ist die 17. Leichenkarawane, die ich ihm schicke. Und was ist diesmal Ihnen sagen? Das Übliche, Waffen und Munition. Hoffentlich bekommt der neue Polizeichef, der nach Bagdad kommen soll, nicht Wind von unseren Geschäften. Nein, das glaube ich nicht. Aber der Hauptmann ist wieder da. Vor 3 Tagen ist er in Bagdad wieder aufgetaucht. Ein Hauptmann? Ein ehemaliger Offizier des Padischah, den der Zephyr vor 20 Jahren in seiner Schatzhöhle gefangen genommen hatte. Er hatte gedroht, ihm Frau und Kinder zu töten, wenn er nicht zu uns übertritt, aber der Hauptmann hatte abgelehnt. Und habt ihr sie nun umgebracht? Die Kinder nicht, aber damit die Geschäfte nicht gestört werden, habe ich den Auftrag, den Hauptmann für immer zum Schweigen zu bringen. Deshalb müssen wir zuerst nach Bagdad rüber. Weißt du denn, wo du ihn finden kannst? Ja, er wohnt bei einem gewissen Kepek, hinterm Palast des Kalifen. Ein Löwe! Ein Löwe! Ich habe einen Löwen geschossen. Du hast einen Bock geschossen. Ausgerechnet jetzt. Aber es war doch ein Löwe. Ach, was, hier gibt's ja überhaupt keine Löwen. Keine Löwen, hast du eine Ahnung? Es war ein gewaltiger Löwe mit so einer großen Mähne. Oh, Sidi, vor Haji Halef Omas Flinte ist kein Löwe seines Lebens sicher. Jeder Schuss ein Treffer. Ja, Vorsicht, Sidi, Vorsicht, Vorsicht. Wo ist denn dein Löwe? Na, da liegt er. Ach, tut mir leid, ich sehe keinen. Ach, wenn diese Kunde zu den Zelten meines Stammes dringt, werden meine Truppen in Jubel ausbrechen. Haji Halef Omar, den Löwentöter, wird man mich nennen. Und noch Generationen werden davon schwärmen. Ein Löwe, Sidi. Allah hat mir einen Löwen geschickt, oh Allah sei Dank. Eine abscheuliche Hyäne. Was? Kein stolzer König der Wüste, sondern ein räudiger Hund des Gestanks? Juch, mit Allah, Unalila. Wie konnte sich diese Lügnerin für einen Löwen ausgeben? Och, Allah, verdamme sie in die tiefste Gehenna. Wer seid ihr? Was sucht ihr hier? Wer gibt dir ein Recht, so mit uns zu sprechen? Ich bin Cosim Mirza, ein Neffe des Schahs. Der ein Prinz, der lügt wie gedruckt. Ruhig, Halef. Welche Ehre für uns, den Besuch einer so hochgestellten Persönlichkeit zu empfangen. Mitten in der Nacht. Wie 2 hergelaufene Räuber. Hüte dich, Fremder, einen kaiserlichen Prinzen zu beleidigen. Ich reise nicht allein. 100 Meter von hier, hinter einem Hügel, lagert mein Gefolge. Jetzt lass mich mal, Sidi. Auch wir reisen nicht allein. Vor euch steht niemand geringerer als der Vizekönig von Ägypten. Du wagst es, einem Verwandten des Schahs zu höhnen, das wirst du mir mit Blut bezahlen. Ich werde dich vorn wie eine Blattlaus zerdrücken. In die Gehenna mit dir! Die Blattlaus wird euch Beine machen, ihr kaiserliches Luftpack! Ich werde euch helfen, Tara, benehmen Sie und den Scheich da, der Dien anzulügen. Lass sie doch laufen, Halle, es lohnt sich ja nicht. So, ihr Banditen, ihr Aas, ihr Lumpf hier, ich werde euch zeigen.
So, der hat seinen Denkzettel weg. Der wird sein Leben lang an meine Kovacs denken. Na, wie habe ich das gemacht, Sidi? Die werden auf unsere Bekanntschaft kaum noch Wert legen. Jetzt können wir ruhig schlafen. Das glaube ich nicht, Halef. Die ruhen nicht, ehe sie uns eins ausgewischt haben. Am besten, wir fahren sofort nach Bagdad. Bagdad? Du wolltest doch ein Abenteuer. Ja, Sidi. Es hat schon begonnen. Nein, Sidi. Allah, schlage diese giftigen Kröten mit Aussatz und Pest und lasse sie verfaulen in den Fluten des Tigris. Was ist nun, wenn sie uns belauscht haben, Aftab? Hältst du das für möglich? Wir müssen verhindern, dass sie Bagdad erreichen. Hör zu, Peder. Wir werden ihn in eine Falle stellen, nicht weit von hier. An der nächsten Flussbiegung wohnt Abdullah, einer von unseren Leuten. Dalila, bitte, bitte sag doch ja. Doch sie sprach nur edle Scheiche, nicht für Geld und Königreiche. Wer mich will, bekommt mich nur als schöne Leiche. Keiner soll mich je besitzen, ihre Augen täten blitzen. Und die Scheiche fing vom Singen an zu schwitzen. Dalila, doch sie taten ihr nicht leid. Und wenn sie noch nicht reise sind, dann singen sie noch heut. Du scheinst der bester Stimmung zu sein, Halef. So habe ich dich noch nie singen gehört. Ja, Sidi, obwohl, ich weiß nicht warum, aber im Augenblick denke ich lebhaft an zu Hause. An meine süße Hanne, sicherlich schält sie jetzt in diesem Augenblick Kartoffeln und denkt sehnsüchtig an mich und erzählt dem kleinen Kara von seinem Papa, der auf Abenteuer... Sidi, da ruft doch jemand. Ein armer Mann, der unsere Hilfe braucht. Na, du hast doch wohl nichts dagegen, dass wir ihn mitnehmen. Er sieht durchaus vertrauenswürdig aus. Bist du so sicher? Aber Sidi, das sieht man doch auf den ersten Blick, der ist ungefährlich. Er hat doch gar keine Waffen bei sich. Ja, Geduld, Geduld, wir kommen ja schon. Ihr Leute, helft einem unglücklichen Kaufmann. Allah ist groß, Allah ist barmherzig. Allah wird es euch lohnen, dass ihr einem armen Unglücklichen eure Hilfe leiht. Passt zu. Danke, Effendi. Wenn ich auch wie ein Bettler vor euch trete, so bin ich doch ein ehrenwerter Händler aus Mosul. Ich muss nach Bagdad zur Polizei, um zu melden, dass meine Karawane überfallen wurde. Meine Waren geraubt, alle meine Diener getötet. Nur ich bin den Mördern entkommen. Durch Allahs Güte, ich bin ein Geschlagener, zum Bettler erniedrigt. Siehst du nun, Sidi, wie recht ich hatte? Er ist ein harmloser Mann. Allah möge dir deinen klaren Blick bewahren. Ja, Sidi. Du musst sie, die Ding nichts mehr stört. Das ist das verlassene Haus, von dem ich dir erzählt habe. Sind wir dort auch sicher? Oh ja, Effendi, ich habe dort schon öfter Rast gemacht. Ich bete zu Allah, dass er euch beschütze. Was meinst du, Sidi, will er uns in eine Falle locken? Eine Gefahr, die man kennt, ist nur eine halbe Gefahr. Auf jeden Fall sehe ich mich mal hier ein bisschen in der Gegend um. Und ich werde den Kerl im Auge behalten. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lass dich nicht stören. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Hast du dich um die Pferde gekümmert? Ja, Sidi, die sind hinter dem Haus. Meinst du, dass wir hier unbesorgt schlafen können? Bestimmt. Solange deine Kurbatsch wach bleibt. Oh. Wenn aus dem Haus kein Rauch mehr aufsteigt, ist es das Zeichen, dass die beiden fest schlafen. Und wir können sie endlich zum Teufel schicken. Mm-hmm.
alles aus. Der gehört uns. Der nächste bitte. Ja. So. So. Liegen bleiben. Okay. Nein, so. Nein. Zeig mal her. Das muss ein Plan von Bagdad sein. Woran siehst du das? Hier, diese vier Türme und diese Kuppel, das ist der Palast des Harun al-Rashid. Und diese Straße führt auf den Markt. Ich war schon öfter dort. Da steht ein Name, Kepik. Was soll denn das bedeuten? Ganz einfach. Das ist der Mann, bei dem der Offizier wohnt. Ach, der Mann, den die beiden Halunken ins Jenseits befördern sollen. Richtig. Und deshalb müssen wir so schnell wie möglich nach Bagdad. Ja, sieh dich. Weck sie auf. Aufwecken? Das ist leicht gesagt. Allah hat sie mit Hilfe deiner Faust und meiner Kurbatsch in süße Traumgefilde geschickt. Wie soll ich sie da herausholen? In so einem Fall ist die beste Medizin eine kalte Dusche. Ja, ja, Sidi, du hast recht. Ja. Oh, Sidi, du bist der größte Hekim unter der Sonne. Du hast immer dieselben Ideen wie ich. Los, gieß schon. Ja. Los, aufstehen, ihr drei Anwärter der Hölle. Huldi, die Al-Kelbi. Sidi, sie rühren sich wie Schlangen in der Wassergrube, wie Regenwürmer im Mistbeet. Halef, lass sie jetzt aufstehen. Los, los, hoch, ihr feiges Verbrechergesindel, die ihr das Licht des Tages scheut. Erhebe dich, du schwacher Geist. Ich werde euch helfen, ehrenwerte Männer im Schlaf überfallen zu wollen. Genug jetzt, Halef. Ja, genug. Zeigt eure Hände. Kein Wunder, dass euer Plan misslungen ist. Wenn man Topazsteine als Ringe trägt, das kann nur Unglück bringen. Ja, spürt ihr nicht schon, wie sich eure Lage zum Bessern wendet? Nach den Gesetzen des Korans hättet ihr den Tod verdient. Aber irgendeine geheimnisvolle Kraft zwingt mich, euer Leben zu schonen. Und damit die Unglücksringe nicht länger ihren bösen Zauber ausüben, in den Tigris mit ihnen. Stellt euch mit dem Gesicht zur Wand und Hände hoch. Los, los, an die Klagemauer. Oh, los, wird's bald oder soll ich dich tragen? Los! Ihr werdet euch jetzt nicht von der Stelle rühren. Wenn es einer von euch wagen sollte, zum Eingang zu gehen, würde ihm das schlecht bekommen. Hier, der Scheich der Hadedin wird mich so lange vertreten, bis ich mit der Polizei aus Bagdad zurück bin. Hier. Habt ihr mich verstanden? Na, ich will nur hoffen, dass ihr ihn verstanden habt, denn sonst jage ich jedem von euch eine Kugel in den Bauch. Das ist nämlich eine Wunderflinte. Jeder Schuss mindestens zwei Treffer. Letzte Warnung, Freunde, das Leben ist kurz. Dort ist es. Was ist los? Was soll der Lärm? Wir suchen einen gewissen Kepek. Er soll hier wohnen. Was wollt ihr von mir? Bei dir lebt ein ehemaliger Offizier des Padischah. Davon weiß ich nichts. Ihr müsst ihn sofort sprechen. Sein Leben ist in Gefahr. Er hat aber gesagt, ich darf niemand reinlassen.
Er ist also doch da, du fettes Mondgesicht. Mach auf, meinem Effendi öffnen sich die Tore vom Palast des Padischah und sämtlicher Könige der Welt, wenn er nur mit dem Finger schnallst und du willst ihm die Tür verschließen? Willst du uns jetzt reinlassen oder sollen wir das Tor aufbrechen? Hulde dir, Kelbi! Oh! Kepek, was ist da unten los? Da draußen sind zwei Fremde. Sie möchten dich gern sprechen. Sie sagen, du seist in großer Gefahr. In Gefahr? Ja. Dann lass sie rein. Ja. Du vollgefressenes Nilpferd. Dein Herr hat mehr Achtung vor meinem Effendi als du, aber das nächste Mal werde ich dich auspeitschen, du wandelndes Feinfass. Dir werde ich beibringen, wie man sich einem Effendi aus Alemannia zu... Zu viel Fett, zu wenig Hirn. Also wohin? Hier bitte, Effendi. Du sei froh, dass ich meine Kurbatschicht an dir beschmutzen will, sonst würdest du ewig an den Scheich der Hanedin denken. Huldi, die Alkelbi, ollala, die anderen... Ruhe. Bitte. Ich habe gehört, dass ich in Gefahr bin und dass Sie mich sprechen wollen. Stimmt das? Entschuldigen Sie, dass wir hier so formlos eindringen, aber besondere Umstände zwingen mich dazu. Mein Name ist Karablenemsi. Hier ist mein Pass und ein Empfehlungsschreiben des Padischah. Durch Zufall habe ich erfahren, dass man Sie ermorden will. Was ermorden? Mich? Wer? Kennen Sie einen gewissen Sephir? Sephir? Sidi, da fällt mir ein, ich glaube, ich muss mich um die Pferde kümmern. Du entschuldigst mich doch. Salam alaikum. Er muss irgendwie erfahren haben, dass Sie noch leben. Und damit Sie dem neuen Polizeichef nichts über seine Geschäfte ausplaudern, will er Sie aus dem Wege räumen. Hat denn dieser Bandit immer noch nicht genug? Das ganze Leben hat er mir damals zerstört. Meine Frau hat er kaltblütig umgebracht. Mein Sohn und meine Tochter. Und wenn ich Ihnen nun sage, dass Ihre Kinder gar nicht tot sind? Was sagen Sie da? Meine Kinder leben noch? Sie sind gar nicht tot? Wenn Sie etwas wissen, reden Sie. Beruhigen Sie sich. Wir werden versuchen, Ihre Kinder zu finden. Aber dazu müssen Sie mir alles sagen, was Sie über die Schmuggler und diesen Sephir wissen. Haben Sie doch Vertrauen zu mir. Also gut. Es ist schon 20 Jahre her, da war ich als Polizeihauptmann in Hiele stationiert. Was für leuchtende Augen, welch prangende Fülle vergleichbar den Früchten des Garten Eden, oh du strahlendster Stern unter den Töchtern des Landes. Was für ein bezaubernder Gang, welche Grazie, trotz der schweren Last, die du trägst, du flinkfüßige Gazelle. Lass dir doch tragen helfen, du duftende Rose vom Giras, du aufblühende Blume im Garten Alas. Salam alaikum. Was hat er denn? Allah rette seinen kranken Geist. Salam alaikum. Sie nahmen mich gefangen und führten mich in einen Tempel, in dem eine gewaltige Götterstatue aufgestellt war. Dann zeigten sie mir einen Kerker. Dort waren Frau und Kinder eingesperrt. Wie mir zumute war, meine Frau und meine beiden Kinder in der Gewalt dieses Teufels zu wissen, das können Sie sich wohl ausmalen. Für mich stürzte die Welt zusammen. Ich war völlig verzweifelt und wollte dem Sephir an die Gurgel springen, aber ich wurde sofort niedergeschlagen und verlor die Besinnung. Spätabends erwachte ich neben einem Brunnen an der Straße nach Hiele. Ich ging sofort zum Statthalter und bat ihn um Hilfe. Aber vergeblich. Er glaubte mir nicht und tat meine Erzählung als Fantasterei ab. Zu Hause fand ich meine Frau tot vor der Tür liegen. Ich rannte zurück zum Statthalter, außer mir vor Erregung. Ich wollte ihn niederschießen, weil er mir nicht geholfen hatte. Man hat mich zu 20 Jahren Militärgefängnis verurteilt.
Vor einem Monat wurde ich entlassen und mein Leben schien grau und hoffnungslos. Aber nun fasse ich wieder Mut, da ich weiß, dass meine Kinder leben. Ich werde alles tun, um Ihre Kinder zurückzubringen. Das verspreche ich Ihnen. Ich werde Sie begleiten. Nein, bitte nicht. Sie müssen sich noch schonen. Aber sagen Sie bitte, gibt es irgendein Merkmal, woran man Ihre Kinder erkennt? Ja, ich weiß nicht. Das wird schwierig sein. Vielleicht an den Impfnarben. Vor 20 Jahren wurden nur die Kinder von Europäern geimpft. Das ist immerhin etwas. Also, kein Wort darüber, dass ich bei Ihnen war. Das könnte meinen Plan gefährden. Und Sie dürfen keinen Augenblick länger hierbleiben. Ich schaffe Sie ins europäische Krankenhaus. Einverstanden? Ich danke Ihnen. Weißt du, Halef, wenn ich deinem Redeschwall lausche, denke ich immer an den Fisch, der sein Maul so lange aufsperrte, bis er an der Angel hing. Ja, aber wenn mir Ala schon diese ungewöhnliche Beredsamkeit verliehen hat, so wäre es geradezu eine Sünde, diese Gabe ungenutzt zu lassen. Der Sefi wird mir sein Geheimnis nicht verraten, wenn ich ihn anschweige. Ich halte es für besser, wenn sich dein Redeschwall hier in der Einsamkeit ergießt, als später im Palast des Sephirs. Ja, ich begreife auch nicht, wie man seine Tochter mit so wenig Begleitung durch diese gefährliche Gegend reisen lässt. Die Karawane führt sehr wertvolle Waren mit. Eine sehr günstige Gelegenheit für Räuber. Das heißt, sie haben über 50 Truhen mit Elfenbein, Gold und Edelsteinen. Hier, steck ihn an. Ich soll den Ring... Keine Fragen jetzt. Ja, warum gibst du mir den Ring? Das verstehe ich gar nicht. Ach, dieser kostbare Ring. Na, hol ihn doch raus. Da, am Brunnenrand. Ja, warum hast du ihn jetzt nicht? Sidi, was will denn der? Ruhig, kein Wort. Ja, aber Sidi, der hat... Bist du der Perser, den ich hier erwarten soll? Allerdings, der bin ich. Salam alaikum. Ich begrüße dich im Namen des Sephirs. Man nennt mich Iqbal. Aftab sollte doch mit dir reiten. Habt ihr euch getrennt? Ja, er ist in Bagdad geblieben. Er hat dort etwas Wichtiges zu erledigen. Eine Angelegenheit, die unsere Geschäfte... Bedauere, ich habe Anweisung, nicht darüber zu sprechen. Ich schätze deine Diskretion. Und der da? Kann man ihm vertrauen? Absolut. Er ist mein Diener. Er ist stumm seit seiner Geburt. Was will er? Er meint, dass du oft mit uns sprechen kannst. Mhm. Und wann kommt Aftab hierher? Ich glaube nicht vor übermorgen. Er sollte doch heute Abend den Waffentransport vom Löwenpass zum Birs Nimrod bringen. Das übernehme ich. Ich habe darin meine Erfahrung. Ausgezeichnet. Ich kann hier nämlich nicht weg. Ich würde dir raten, vorher noch den Sephir zu besuchen. Sein Palast liegt direkt am Euphrat. Er wird sich bestimmt freuen, dich kennenzulernen. Sage ihm, ich erwarte die Karawane aus Tebris heute Abend. Für den Überfall ist alles gut vorbereitet. Was ist das für eine Karawane? Lohnendes Geschäft? Ja, oh ja. Unmengen Gold und Elfenbein. Außerdem reist die Tochter eines reichen Kaufmanns aus Tebris mit. Hm, verstehe. Aber nicht ganz einfach. Die Straßen sind ja überall gut bewacht. Ihr werdet sie nachts überfallen müssen. Ja. Für die Nacht haben wir den Überfall auch geplant. Ich werde mich als Kaufmann ausgeben, der mit Ihnen nach Basra will. In Wirklichkeit führe ich Sie nach Birs Nimrod. Dort erwarten uns die Leute des Sephir. Au. Ha. Was meint er jetzt? Er ist entzückt über die Kühnheit deines Unternehmens. Also, da mache ich mich jetzt auf den Weg zum Sephir. Salam alaikum. Ach, übrigens, du musst mir noch sagen, wo ich den Transport in Empfang nehmen soll. Das ist ganz leicht zu finden. Wir sind hier und dort liegt Hille. Südöstlich führt der Weg zum Löwenpass, wo du die Waffen übernimmst. Von dort führst du den Transport nach Birs Nimrod. Gut, in Ordnung. Allah beschütze dich, Peder.
Allah beschütze dich, Iqbal. Er fleht den Segen Allahs auf dein Haupt. Und dass dein Unternehmen zu einem guten Ende geführt werde. Also ich muss dir gestehen, Sidi, wenn ich alles das, was ich auf der Zunge hatte, mit offenem Stand, mit geschlossenem Mund gesagt hätte, dann wäre ein Unglück passiert. Bravo, Halep, Schweigen ist Gold. Na, und wenn Reden auch nur Silber ist, diesem Edelschurken hätte ich trotzdem gern meine Meinung gesagt, das kannst du mir glauben, Sidi. Aber meine Hochachtung, Sidi, du bist allen Situationen gewachsen. Hoffentlich haben wir auch diesmal Glück und können helfen. Ja, hoffentlich. Also ich gehe zum Sefir und du reitest sofort zum Statthalter, dem Sanjaki, und meldest ihm von dem geplanten Überfall auf die Karawane aus Tebet. Ja. Das hört sich ja wie ein Märchen an. Du zweifelst daran, Juch, mit aller Lachundalila. Wozu hat Allah dir den Verstand gegeben, wenn du nicht glaubst, was deine Augen hören? Nein, deine Ohren hören. Na, hier muss auch wieder mal Tinte rein. Mein großer Sidi und ich, wir haben die Schmuggler durch eine List zum Reden gebracht. Verstehst du denn nicht? Wie oft soll ich es denn noch erklären? Er gibt sich als Kaufmann aus, um die Karawane in den Hinterhalt zu locken, sie auszurauben und wenn alle... Wenn das so ist, werde ich dem Sanjaki davon Mitteilung machen. Das ist gut, Allah erleuchte deinen Geist, aber gib deinem Verstand die Spuren, dass deine Gedanken etwas schneller laufen. Denn jede Stunde, jede... Verzeihung, mein Sohn. Ist wichtig. Wichtig. Jede Sekunde. Ist wichtig. Sehr wichtig. Wichtig. Was wünschst du, Effendi? Ich möchte deinen Herrn in Sefir sprechen. Bedauere, Effendi, mein Herr ist nicht anwesend. Schade. Ich habe eine wichtige Nachricht. Es ist nur Sefa im Hause, die Tochter meines Herrn. Frage sie, ob sie mich empfangen will. Ja, Effendi. Warte hier. Möchtest mich sprechen? Ja, das heißt, eigentlich möchte ich den Sefir sprechen. Aber da er nicht zu Hause ist, möchte ich wenigstens seine Tochter begrüßen. Ich bin überrascht, dass er eine so schöne Tochter hat. Vielen Dank. Und ich bin überrascht, dass so galante Männer zu den Freunden meines Vaters zählen. Bitte. Danke. Ein zauberhafter Palast. Du bist ein Fremder? Ja, ich bin Perser. Dann bist du also der Peder? Ja, der bin ich. Einer von den Leuten, die sich nicht scheuen, auf Kosten anderer Menschen Geschäft zu machen. Ich verachte dich, wie ich alle Freunde meines Vaters verachte. Womit habe ich deinen Unwillen erregt? Ich kenne die Art der Geschäfte, zu denen ihr meinen Vater immer wieder überredet. Ihr werdet uns noch ins Unglück stürzen. Auf die Dauer kann so etwas nicht gut gehen. Eines Tages wird Allahs Geduld zu Ende sein und er wird euch in seinem Zorn alle in die Hölle schicken. Dass ein Mann mit einem so guten Gesicht ein Schurke ist, hätte ich nie vermutet. Das verstehe ich nicht ganz. Die Tochter des Sefirs stellt sich gegen die Interessen des Sefirs? Leute wie du werden das niemals begreifen. Woran denkst du, Sidi? Na, sicher an das Gleiche wie ich. Ich habe ein verdammt komisches Gefühl im Bauch, wenn ich mir vorstelle, dass wir auf dem Weg zu einem Leichentransport sind. Auch wenn gar keine Leichen in Särgen sind, da schon die Särge allein. Das ist es nicht, Halef. Ich denke die ganze Zeit an die Tochter des Sefirs. Die Verachtung, die sie zeigt, als ich ihr sagte, ich sei der Peder. Die Frauen sind alle gleich. Die haben einfach keinen Respekt vor den Männern. Ausgenommen natürlich meine süße Hanne. Hör mal, Sidi, ob sie vielleicht gemerkt hat, dass du nicht der Peder bist? Das glaube ich nicht.
Aber ich bin fast davon überzeugt, dass hinter ihrer Feindseligkeit mehr steckt als nur die Sorge um das Wohl ihres Vaters. Wenn es euch recht ist, können wir aufbrechen. Ich habe dem Karawanenführer die Reiseroute genau erklärt, so wie ich sie vorgeschlagen hatte. Allahs weisem Ratschluss hat es gefallen, dass ihr unseren Weg gekreuzt habt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ihr euch unserer Karawane so fürsorglich annehmt. Das Schöne auf Erden hat Allah geschaffen, um es zu bewundern und ihm zu dienen. Wenn man euch so sprechen hört, könnte man meinen, ihr seid ein Dichter. Hier, Stammische, ich muss doch da rein! Herrin, draußen ist ein Europäer, der euch unbedingt sprechen möchte. Ein Europäer? Er soll hereinkommen. Nimmer nötig. Bin schon da. Es ist gut. Habt's nicht gehört, ihr sollt euch schleichen? Erlauben Sie, mein Fräulein, mein Name ist Ignaz Pfotenhauer, ordentlicher Professor der Vogelkunde aus München. Sagt mir, was ihr wünscht, Professor. Tretet näher. Dankeschön. Ich habe gehört, dass Ihre Karawane auf dem Weg nach Süden ist und ich mich gern munter zu den Trümmern von Babylon und zu meinem Freund Lindsay, dem Sir David, der die Ausgrabungen macht am Piers Nimrud. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht könnten Sie mich mitnehmen. Ich habe gehört, Sie haben eine Schwäche für Kunst und Wissenschaft. Sehr schmeichelhaft für mich, dass ein so berühmter Gelehrter sich uns anschließen möchte. Oh, sehr liebenswürdig. Aber wissen Sie, immer mit Leid beieinander, die von Vogelkunde nichts verstehen, mit denen Wüstenschlawiner, das haut den stärksten Bayern um. Ja, da legst du nieder. Was hat denn der da? Das ist ein Pfeifer, ein Fasianus Paradiseus aus der Gruppe der Alektorotonitis. Nur kein Angstbürscherl, der tut nicht beißen, der frisst nur Würmer und Maiskörner. Ich bin so frei. Na, das nenne ich ein Massel. Seit 15 Jahren bin ich hinter diesem Vogel her und der Hammi, der tockt nach dem Schädel. Ihr dürft den Helm behalten, wenn ihr so großen Wert auf euren Vogel legt. Was? Behalten darf ich ihn? Sie wollen ihn mir schenken oder muss ich mich aber revanchieren? Also Dankeschön und ich bitte um die gütige Erlaubnis, ihn auf gut bayerisch zu behüten. So, und jetzt lass dich anschauen. Da steht im Pfundig, was? Auf, Aleph, Sie kommen. Wer kommt? Wer? Die Särge. Wo kommen so Särge? Aleph, in den Särgen sind doch gar keine Leichen drin. Es ist doch nur unsere Karawane mit den Waffen. Oh, du hast aber auch eine Art, dich auszudrücken. Salam alaikum. Salam alaikum. Los, wieder zurück. Am besten, wir ziehen gleich weiter zum Piers Nimrud. Mach die Kamele fertig. Ich weiß nicht, Sidi, hier riecht es so komisch. Wenn nun doch Leichen in den Särgen sind, was ist dann? Du hast doch nicht etwa Angst? Ich Angst? Oh, was denkst du dir, Sidi, Angst? Ich, Sidi. Ihr kommt hier gerufen. In den Särgen sind wirklich Leichen. Man hat uns betrogen. Rettet meinen Sidi, bevor die Geister der Toten ihn umbringen. Von wegen Leichen. Das kannst du einem Dümmern erzählen. Los, festnehmen. Mich? Endlich haben wir die Bande. Also, ihr wollt mich festnehmen? Allerdings. Da hat euch aller den Verstand getrübt, dass ihr es wagt, mich festzunehmen? Jetzt mich? Keine den Scheich, der Hadedin, Hatschi, Alefoma, Ben Hatschi, Abul, Abbas, Ibn Hatschi, Davut, Al-Gossal. Los! Sidi, die sind verrückt. Weg mit ihnen. Sidi, das ist ein Missverständnis. Ein fürchterliches Missverständnis. Lass mich los. Ich protestiere.
Hier sind die Kerle. Haben wir euch endlich erwischt, euch Banditen. Es wurde auch höchste Zeit, euch das Handwerk zu legen. Lange genug habt ihr Waffen und Munition geschmuggelt und die Gesetze unseres erlauchten Herrn des Padischah gebrochen. Aber ich werde euch Halunken schon Achtung vor dem Gesetz beibringen. Hier vernehmt euer Urteil. Bevor eure Knochen in den Kerkern Stambuls verfaulen, werde ich euch öffentlich auspeitschen lassen. Sidi, warum sagst du ihm nicht, wer wir in Wirklichkeit sind? Das hat seinen Grund. Ich erkläre es dir später. In den Kerker mit ihnen. Hier, Sidi. Warum sagst du denn nichts? Morgen ist es gleich schon zu spät. Loslassen! Loslassen! Ich bin der Scheich! Der halte mich! Gott, mich loslassen! Ich weiß euch! Hunde, die halt helfen! Da kommt Aftab. Ihr öffnen. Jetzt werden wir endlich erfahren, was hier gespielt wird. Ich glaube, es ist wohl das Beste, wenn ich mich jetzt zurückziehe. Ich bringe schlechte Nachrichten, Sephir. Der Hauptmann ist verschwunden. Was sagst du da? Ja, er ist weg. Der Peder kann es bestätigen. Du bist der Peder? Ja. Wenn du gestern in Bagdad warst, kannst du nicht gleichzeitig hier gewesen sein. Wo warst du also? Ich war gestern in Bagdad. Wer hat denn behauptet, dass ich bei dir gewesen sei? Sefa! Ihr stimmt doch etwas nicht. Sefa! Ja, Vater? Kennst du diesen Mann? Ich habe ihn nie gesehen. Beim Barte des Propheten, welcher Schurke hat es gewagt, sich hier einzuschleichen? Unter falschem Namen! Da kommt nur einer in Frage. Der Hund, der unseren Tigris überfallen hat. Der verdammte Giaur, der sich Kara Ben Nemsi nennt. Wer kann das sein? Vielleicht kommt er zurück. Der kriegt alles fertig. Sieh nach! Wo ist es, Ali? Was ist geschehen? Ist etwas schiefgegangen? Der Leutnant hat heute Nacht am Löwenpass einen Schmugglertransport von uns abgefangen. Die beiden Männer, die ihn in Empfang nehmen sollten, sind von San Shaki ins Gefängnis gesperrt worden. Kennst du die beiden Männer? Wie heißen sie? Ich weiß bloß, dass der Kleinere von ihnen behauptet hat, er sei der Scheich der Hadedin. Hast du dich nicht verhört? Der Zwerg, der den verfluchten Giaur begleitet hatte, nannte sich genauso. Das müssen sie sein. Kein Zweifel, sie sind es bestimmt. Schnell, wir reiten sofort zum San Shaki. Ausgang stehen eure Pferde mit euren Sachen. Der Hof ist unbewacht. Bestellt dem Sephir, er kann die Schmugglerware am üblichen Platz abholen lassen. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Und falls euch eine Patrouille aufhalten sollte, hier ist ein Passierschein für euch. So, und nun verschwindet und macht keinen Lärm. Danke, San Shaki. Allah lohne dir diesen Freundschaftsdienst. Ja, Freundschaftsdienst. Eine Hand wäscht die andere, San Shaki. Ich werde dem Sephir von deiner Großmut berichten. Los, melde mich dem San Shaki. Ich habe nicht viel Zeit. Wo ist dein Herr? Ich muss ihn sofort. Oh, welche Überraschung. Welch hoher Besuch, mein lieber Sephir. Du kommst gerade im richtigen Augenblick. Wo sind die Gefangenen? Ich habe sie soeben freigelassen. Was sagst du da? Du hast die Halunken befreit. Weißt du nicht, dass es meine Feinde sind? Aber wieso? Ich dachte, es waren welche von uns. Wir hatten doch extra abgemacht, dass... Was heißt abgemacht? Es war doch nicht abgemacht, dass du den Falschen laufen lässt, du Trottel. Wofür wirst du denn bezahlt? Psst, nicht so laut. Das braucht doch niemand zu wissen. Psst. San Shaki, ich weiß nicht, ich verstehe selber nicht, die... Rede schon. Was ist los? Der Kerker ist leer, die Tür war offen, die zwei Gefangenen sind verschwunden. Du Hundesohn, ist das eine Dienstauffassung? Ich sollte dich auspeitschen lassen, dass deine Seele in die Hölle fährt. Stehst du im Dienste des Padischah, um die Galgenvögel wieder laufen zu lassen?
Ich kann mir selber nicht erklären, wie das möglich war. Du bürgst uns mit deinem Kopf dafür, dass du die Halunken wieder einfängst. Reite ihnen sofort nach und bring sie zurück. Tot oder lebendig. Hast du verstanden? Zu Befehl. Ihr seid ein amüsanter Reisegefährte. Mit euch vergeht einem die Zeit im Fluge. Danke, sehr liebenswürdig. Ich weiß noch so einen Trick. Der ist zwar ein bisschen kompliziert, aber auch nicht schwer zum Lernen. Aber zuerst muss ich mir Lindsay was zu fressen geben. Lindsay? Wie kommt er denn zu diesem Namen? Weil er meinem Freund so ähnlich sieht. Das ist auch so ein komischer Vogel. Schau, es gab was noch da. Und jetzt? Na nun, was ist denn? Wieso halten wir? Wir verlassen jetzt die Karawanenstraße, um drüben längs des Kanals weiterzureiten. Der Weg führt an den Ruinen von Birs Nimrud vorbei. Ich bin dafür, dort unser Lager aufzuschlagen. Ich danke euch. Ich habe zu euch volles Vertrauen, Iqbal. Euer Lächeln bedeutet für mich den schönsten Dank, Irida. Na, wie gefällt er Ihnen? Er gefällt mir sehr gut. Und Ihnen, Professor? Ich bist doch eine Besserin, eine Interessanterin. Ach, ich meine doch nicht Ihren Trick. Ach so, ich verstehe. Vorwärts! Hier, siehst du, wenn wir in dieser Richtung weiterreiten, kommen wir direkt zum Birs Nimrud. Aber wollen wir die Pferde erst einmal verschnaufen lassen? Ja, sie haben es nötig. Hier ist doch eine Wasserstelle. So. Was findest du denn so lustig? Dass jetzt dieser Sanchaki, dieser Obergauner, plötzlich unser Verbündeter geworden ist. Na, wenn das nicht zum Lachen ist, Sidi. Ist es auch, du hast völlig recht. Aber wenn ich darüber einen Bericht an den Padischah schreibe, dann werden nicht unsere Gebeine in den Kerkern Stambuls verfaulen, sondern die seinen. Hör mal, Sidi, da. Hörst du nichts? Anscheinend irgendein Tier. Wenn wir in Deutschland wären, würde ich sagen, ein Specht. Ein Specht? Den werde ich erlegen. Was ist eigentlich ein Specht? Ein kleiner Vogel, aber den gibt's hier nicht. Sidi, dem Geräusch nach muss das ein Riesenspecht sein. Da! Sag deinem Riesenspecht einen schönen Gruß von mir. Oh, wonderful. What an excellent piece. Three Babylonian. But be careful, vorsichtig. Vielleicht finden auch Henkel. What's that? Somebody was shooting. Der Schuss kam von dort drüben. Wir werden sie eingreisen. Drei Mann dort rüber, der Rest reitet mit mir. Folgen! Halle, bist du übergeschnappt, auf einen Menschen zu schießen? Hallo, welch funny Spaßvögel schießen mir Hut von Kopf. Sir David! Cara, benehmen Sie! Hallo! Ja, das ist Sir David. Hallo. Lindsay! Cara, welche Überraschung! Hallo, Halef! Ja, das wäre beinahe eine üble Überraschung geworden. Why? Hier, unser Halef hat sie für einen Riesenspecht gehalten. Oh, du jagst auch komische Vögel wie Futenhauer? Das ist nicht meine Schuld, Herr David. Das Gewehr schießt immer nur dann, wann es will. Da sehen Sie's. Aber Allah hat ja seine schützende Hand über euch gehalten. Yes, Allah bringe mir immer Glück. Er hat nur getroffen meinen Kopf und nicht meine kostbare Krug. Sagen Sie, wo ist eigentlich unser Freund Futenhauer? Oh, warten auf mich am Birs Nimrud. Dort many, many stones und seltene Vögel reiten heute noch hin? Das würde ich Ihnen nicht raten, Sir David. Das Nimrud ist viel zu gefährlich. Gefährlich? Oh, neues Abenteuer. Sidi! Im Namen des Padischah, ihr seid verhaftet. Meinen Passierschein.
Den kannst du dem Leutnant zeigen. Vorläufig seid ihr verhaftet. Oh, fine, werden verhaftet. Excellent idea. Du nicht, Effendi. Ich soll nur die beiden mitnehmen. Los, kommt. Why not? Was? Ich habe verbrochen, dass ich nicht werde verhaftet, dass ich mein... Dich, Lindsay, bleiben Sie hier. Wir werden es bestimmt bald wiedersehen. Oh ja, hoffentlich. Herr Ahler. Also, aber wenn nicht verhaftet, wo bleibt Abenteuer? Was ich soll telegrafieren an Travelers Club. Puh. Da soll einer schlau draus werden. Zuerst befiehlt mir der Sanchaki, euch zu verhaften. Und laut diesem Dokument steht unter seinem persönlichen Schutz. Was soll ich jetzt bloß tun? Wie ich's mache, mache ich's verkehrt. Tu deine Pflicht. Leichter gesagt als getan. Was ist meine Pflicht? Ganz einfach. Du wirst jetzt dieses Stück Papier nehmen und bringst es dem Sanjaki. Du sagst ihm, du hättest seinen Befehl ausgeführt, wie es da geschrieben steht. Deshalb hast du uns ungehindert reisen lassen. Und damit ist alles in schönster Ordnung. In schönster Ordnung. Leb wohl, Leutnant. Und Allah möge dir gnädig sein. Beste Empfehlung an deinen Sanjaki. Ja, ich werde den Sanjaki sagen, ich habe deinen Befehl ausgeführt. Ich habe die beiden verhaftet und da haben sie mir deinen Passierschein gezeigt. Und dann habe ich deinen Befehl wieder ausgeführt und habe die beiden laufen lassen. Ja, das ist die Lösung und ohne Risiko. Siehst du denn auch da hinten? Ja. Brauche ich sind doch Menschen. Vielleicht gehören die zum Sephir. Na, ich werde mal nachsehen. Nein, nein, wenn einer geht, dann gehe ich. Och, sieh, die Anschleiche ist doch meine Spezialität. Lass mich doch auch einmal, damit meine süße Hanne, wenn ich ihr davon erzähle, stolz darauf ist, die Frau des Scheiß der Hadedin zu sein. Sieh, die. Ja, das ist natürlich ein Grund. Aber beeil dich, Halle, ich warte auf dich da drüben. Ja, ich mach schnell. Den Schakal hier loslassen, loslassen. Knebel ihn, damit er nicht schreien kann. Das ist ein unverhofftes Wiedersehen, du lächerlicher Zwerg, nicht wahr? Und wenn du hier in der Gegend herumschleichst, dann wird dein Herr auch nicht weit sein. Bring ihn aufs Floß und fessel ihn. Weg mit ihm. Der Kerl beißt und kratzt wie ein Löwe. Hör zu, ich weiß, wie wir den Giaur auch noch fassen können. Wir werden dem Zwerg die Kleider wegnehmen. Na, haben wir dich endlich, du verdammter Christen und du dreckiger Giaur. Schon. Fesseln uns los, Herrn. Die Kerle auch nicht losmachen? Besser hätte sie selbst Allah nicht binden können. Gut. Abdullah, du wirst die beiden zum Bösnimrod bringen. Der Sephir wird sich freuen, sie endlich kennenzulernen, wenn auch die Bekanntschaft nur von kurzer Dauer sein wird. Jetzt kommt die große Abrechnung. Da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Wir kommen mit dem Rest der Waren nach. Fahrt los!
Zeichen, lassen wir uns ins Wasser rollen. Ach, stimmt ja, du kannst ja nicht schwimmen. Na nun, du bist ja selber noch gefesselt. Wie hast es denn nur fertig gebracht, mir die Stricke durchzuschneiden? Das war nicht ich, Sidi. Das war eine Frau. Eine Frau? Ja. Bist du sicher? Ganz sicher. Jetzt ist es günstig. Bis auf bald. Achmed, der Georg. Der Hund. Habt ihr gehört? Das waren noch Schüsse. Das müssen unsere Leute sein. Dem Floß nach. Hast du ihn getroffen? Ich weiß nicht. Wir müssen zurück. Hab da Bescheid sagen. Kann ich dir helfen, Effendi? Bist du verletzt? Nein, danke, ist nicht weiter schlimm. Aber du blutest ja. Ich werde es verbinden. Hast du mir vorhin die Fesseln durchschnitten? Ja, ich war's. Aber vor kurzem hast du mir noch deine Verachtung gezeigt und jetzt hilfst du mir plötzlich? Ich helfe dir, da ich jetzt weiß, dass du nicht zu den Freunden des Sephirs gehörst. Weißt du aber auch, dass du einem Feind deines Vaters hilfst? Soll ich denn zusehen, wie seine Leute dich umbringen? Bringst du dich damit nicht selber in Gefahr, wenn dein Vater erfährt... Aber der Sephir ist nicht mein wirklicher Vater. Er ist nicht dein Vater? Nein. Als ich noch sehr klein war, sind meine Eltern auf einer Reise überfallen und ermordet worden. Die einzigen, die damals bei dem Überfall mit dem Leben davonkamen, waren mein Bruder und ich. Du hast einen Bruder? Ja. Der Sephir hat uns beide in sein Haus genommen. Heißt dein Bruder etwa Iqbal? Ja. Und ihr seid als Kinder geimpft worden? Ja, aber warum fragst du? Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Ich glaube, ich kenne deinen richtigen Vater. Was sagst du? Mein Vater lebt? Er ist also gar nicht tot? Sag mir alles, was du weißt. Ihr verdammten Idioten, habt ihr geschlafen oder habt ihr in den Mond geguckt? Wie konnte dieser Küstenhund entkommen? Er ist nicht entkommen. Ich habe auf ihn geschossen und dabei ist er ertrunken. Bei dem ist man nie sicher. Aber wehe, wenn er wieder lebendig wird. Dann wirst du es doppelt büßen. Aller gebe, dass die Ratten dein elendes Bein zerfressen, du räudiger Hund, du. Sucht mir das Ufer ab. Wir müssen den Kerl finden. Abstoßen. Sefa, du musst sofort zurück, bevor man dich hier entdeckt. Aber lass dir nichts anmerken. Ich reite sofort los und suche die Karawane aus Tebri. Am Abbringen. Du wirst bald von mir hören. Allah beschütze dich. Wir müssen weiter flussabwärts suchen. Was machst du hier? Hast du niemand ans Ufer schwimmen sehen? Nein, es war niemand hier. So, es war niemand hier. Aber du hast diesem niemand zur Flucht verholfen. Raus mit der Sprache. Wo ist er hin? Von mir erfährst du nichts. Ahmed! Schaff sie aufs Fuß! Nein! Worauf warten wir noch? Auf das Zeichen. Die schlafen doch längst. Wir könnten sie jetzt ungestört angreifen. Nein, wir sollen so lange warten, bis Iqbal die Fackel angezündet hat.
Linze, Linze, verdammtes Mistvieh, wo bist du denn schon wieder hin? Himmelsaber. Linze, Linze! Da gibt's denn das überhaupt? Linze, wo steckst denn? Linze! Iqbal. Was machst du hier? Ist was passiert? Was hast du denn? Bitte sag etwas, Iqbal. Irida, dein Leben ist in Gefahr. Du musst sofort fliehen. Komm, ich werde dich in Sicherheit bringen. Aber ich verstehe nicht. Du hast mir doch selber gesagt, dass diese Karawanenroute besonders sicher ist. Irida, ich habe dich belogen. Ich bin ein Schuft. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Ich habe mich als Kaufmann ausgegeben, um deine Karawane in die Falle zu führen. Ich habe dein Vertrauen schändlich missbraucht. Hinter diesen Hügeln warten über 100 Mann auf ein Zeichen von mir, um das Lager zu überfallen. Aber ehe du nicht in Sicherheit bist, werde ich das Zeichen niemals geben. Das ist doch nicht möglich. Ich habe dir von Anfang an Vertrauen geschenkt. Ich kann es einfach nicht fassen, dass du ein Bandit sein sollst. Sag mir bitte, dass nicht ist. Bitte. Da ist er ja. Linze! Linze! Ja, wo steckst denn? Das Zeichen. Angriff! Was ist das? Wir werden überfallen! Ein Überfall! Ein Überfall! Hilfe! Räuber! Da kommen sie! Da kommen sie! Möglich. Also doch, du hast uns verraten. Das ist Iqbal. Der Hund hat uns verraten. Los!
bis ich zurück bin. Ala verlässt uns schon nicht. Nimmst du wohl deine Pfoten weg, du Rattengesicht? Wenn ich nicht gefesselt wäre und noch meine Kurbatsch bei mir hätte, ich würde dir auf deine dreckigen Fußsohlen schreiben, wie man eine Frau zu behandeln hat. Hunde, die Alkelbe, ihr Hunde! Wacht nur ab, was wir dir auf die Fußsohlen schreiben werden, wenn wir erst da drin sind. Du wirst dich wundern. Sir David, nun sind Sie ja doch gekommen, trotz meiner Warnung. Of course, my dear. Wundervoll Abenteuer. Habe wichtigen Schatz entdeckt. Muss sofort nach Hille telegrafieren an Travelers Club. Bye-bye. Nein, jetzt nicht, Sir David. Telegrafieren können Sie später. Sagen Sie, was ist das für ein Schatz und wo haben Sie ihn entdeckt? Wissen? Yesterday evening, wir kommen hier an. Auf einmal viele, how do you call it, Stackelschweine. Kriechen hier in diese Loch. Ich glaube, Stackelschweine haben dort ihr Home, ihr Heim, you know, kriechen auch in diese Loch und die ganze Nacht spaziere durch viele, viele Korridore und Höhlen. Und weiter, was dann? Schließlich im Kopf von Stein, Statue of a God, you understand? Und sehen durch Mund into a big temple full of treasure. Real treasure, Schatz of the old boy Nebuchadnezzar. Kisten of gold, Ballen von Seide, thousand of years old, aber wie neu, erstaunlich. Durchaus nicht so erstaunlich, wie Sie glauben, Sir David. Wieso? Haben Sie darin auch Menschen gesehen? Menschen? Wir können dort gewesen sein, Menschen. Nobody except me ist gewesen dort, seit Babylon ist worden zerstört. Sir David, was Sie da drin gesehen haben, war nicht der Schatz des Nebukadnezar, sondern ein Schmugglernest. Oh, very interesting. No größere Abenteuer. Komm hier, Kara. Listen, Kara, wonderful. Thousand of years ago, Priester kommen durch diese Korridor, steigen in die Kopf von die steinerne Gott, sprechen to the people und people glauben, was Priester sprechen. People glauben, Gott sprechen. You understand? Ja, die Welt wollte schon immer betrogen sein. Yes. Ist es noch weit? No, wir sind gleich da. One moment. Attention, sehr steil. Please, große Echo, look. Beim Barte des Propheten, ihr habt meinen Zorn herausgefordert und ihr werdet ihn zu spüren bekommen. What is that? Archie is here. Was bedeutet das? Der
Endlich werden Sie es verstehen. Ist das der Dank, dass ich euch wie meine eigenen Kinder aufgezogen habe? Sperrt sie zu den anderen! Ich will sie nicht mehr sehen! Nur Mut. Wenn ich meine Kovac wieder habe, werde ich dafür sorgen, dass die Fratze dieses Teufels endlich symmetrisch wird. Ulrich, Kelvi! Hier werde ich gleich dein vorlautes Maul stopfen! Du willst mir den Mund verbieten, dem Scheich Hatschi alle Fuma ben Hatschi, aber was ihm in Hatschi da muss. Steh auf, du Wurm! No, don't shoot. Ich werde dir dein erbärmliches Leben aus dem Körper peitschen und dich den Geiern zum Fraß vorwerfen. Du nimmst das Maul zu voll, du siebenschwänziger Teufel, denn jeder Peitschenschlag, den du mir gibst, wird dir von meinem Sidi hundertfach vergolten werden. Dein Sidi, mit diesen lächerlichen Drohungen kannst du uns nicht imponieren. Aber wenn er es trotzdem wagen sollte, hierher zu kommen, wird es mir ein Vergnügen sein, seine Knochen neben den deinen Bleichen zu sehen. Mich kannst du ruhig umbringen, wenn du willst. Mir macht das nichts aus, aber lass mein Ziel auf dich spielen, du widerliches Aas. Ach, jetzt müsste ich meine Kurbatsch bei mir haben. Ich als Hölle, wie ihr Hundesöhne. Your Hutch is an excellent boy. Der ist nicht tot zu kriegen. So ein wie den geht kein zweites Mal. Lass mich durch. Ich muss sofort den C4 sprechen. Was ist los? Der Sanjaki schickt mich. Der neue Polizeichef ist mit einigen hundert Soldaten eingetroffen. Er will hier am Birs Nimrud eine Inspektion durchführen. Der Sanjaki versucht, ihn so lange aufzuhalten, bis du dich mit deinen Leuten in Sicherheit gebracht hast. Da muss uns jemand verraten haben, Sefir. Ich kann mir aber auch denken, wer es gewesen ist. Hauptmann Dosovza. Wenn er auch schon einmal hier gewesen ist, aber den geheimen Eingang findet er niemals. Du vergisst den anderen Fremden, dem Sefir zur Flucht verholfen hat. Woher soll der den Tempeleingang zum Birs Nimrud kennen? Dieser Karabenemsi ist unberechenbar. Wir müssen weg, gib uns unseren Anteil. Wir wollen hier nicht in der Mausefalle sitzen. Hier kommt keiner raus, bevor nicht die gesamten Waren. Öffne die Tür zum Kanal. Und nun beeilt euch, wenn euch euer Leben lieb ist. An die Arbeit! Los! Bis sie die Waren weggeschafft haben, brauchen sie schätzungsweise 3 Stunden. Yes. In einer knappen Stunde bin ich in Hille. Wenn ich den Polizeichef gleich erreiche, kann ich mit seinen Truppen in 2,5 Stunden wieder hier sein. Oh, that's fine. Komme mit. Werde telegrafieren. Nein, Sie bleiben hier, Sir David. Versuchen Sie inzwischen mit den Gefangenen Verbindung aufzunehmen. Dafür sind Sie in der richtigen... Well, that's a good idea. Goodbye. Polizeichef! Warte hier. Oh, welch überraschender Besuch. Dich hätte ich am allerwenigsten erwartet. Ich hätte dich für klüger gehalten. Also, du möchtest den neuen Polizeichef sprechen. Ich habe ihn gerade über deine zweifelhaften Schmugglergeschäfte und deine Flucht informiert. Du Dreckskerl! Festhalten im Mann und Tiergebiet! Und jetzt wirst du was erleben! Wir werden die Aktion mit den Soldaten der Garnison gemeinsam durchführen. Wir haben Glück, Osman Pascha. Es ist mir soeben gelungen, den Banditen, von dem ich dir erzählt habe, festzunehmen. Gratuliere, Sanjaki. Das war ein guter Fang. Er ist Ausländer? Ja, ein Grund mehr, ein Exempel zu statuieren. Ich bin dafür, ihn füsilieren zu lassen. Wir müssen rücksichtslos durchgreifen. Du kannst unbesorgt sein. Jemand, der jahrelang die Gesetze unseres erhabenen Herrn des Padischah missachtet, hat keine Gnade zu erwarten. Das ist der Anführer der Bande. Ein leibhaftiger Teufel. Loslassen! Osman Pascha! Karabenemsi, so sehen wir uns wieder. Und das so langer Zeit. Alle Achtung, du hast es aber weit gebracht, bis zum Chef der Polizei. Aber du erst, alter Freund, bis zum Chef der Banditen. Diese Beförderung verdanke ich eurem ehrenwerten Sanjaki. Ein geschicktes Ablenkungsmanöver. Dabei steckt er mit der Bande unter einer Decke. Du wirst blass. Ich glaube, du hast allen Grund dazu. Da du das Strafmaß selber vorgeschlagen hast,
soll es auch für deine Person Anwendung finden. Ich bin derselben Meinung wie du. Wir müssen rücksichtslos durchgreifen. Abführen! Das ist ein ganz ein leichter Trick. Du sagst ganz einfach Hokus Pokus und dann die Zauberformel dazu. Steig hoch, steig höher, noch höher. Da schaust. Ja? Da bist du. Ja, schön, das muss ich auch mal versuchen. Gib mal hier. Also wie war das? Hokus Mokus, nicht wahr? Na, Hokus Pokus. Ach so, Hokus Pokus. Ja. Hokus Pokus, komm, steig hoch, steig noch höher, steig noch höher. Das ist großartig. Das muss ich unbedingt meiner süßen Hanne beibringen, damit sie sieht, dass der Scheiterhalle die noch zaubern kann. Ach, dazu wirst du keine Gelegenheit mehr haben. Wieso? Das war unser letztes Spiel. Hier kommen wir nicht mehr raus. Was? Du zweifelst daran, dass mein Ziege uns hier herausholen wird? Na, ich hatte geglaubt, du seist es wert, mein Freund zu sein. Ich kann aber niemanden meinen Freund nennen, der so wenig Vertrauen zu meinem Ziege hat. Warum weinst du? Warum lässt du dein Köpfchen hängen, du reizendste Blume zwischen Arabien und den Gestaden des Kaspischen Meeres? Also auch du zweifelst? Ja, glaubst du denn, Kara Benem, sie wird zugeben, dass dieser Teufel von Sefir seine Drohungen wahrmacht? Aufstehen! Der Sephir hat euch was zu sagen. Ich muss den Birs Nimrud verlassen und kann euch leider nicht mitnehmen. Aber da ich großmütig nicht will, dass ihr hier unten hilflos verschmachtet, werde ich eure Seelen Allah übergeben. Schafft sie nach oben! Oh lala, die Alamakänzerer Bulli, die Alkelvi, du stinkender Galgenvogel! Du wirst doch vor uns im Jenseits sein, denn die Kugel, die dich in die tiefste Gehenna befördert, die hat mein Ziege schon im Laufen loslassen! Lass diese Kräuter ruhig ihr letztes Gift verspritzen! Raus, verschwinde! Mein Brin, wo ist mein Brin? Ach, da ist er. You. Terrible schmutzig. Sir Davy! Oh, Fultenhauer! Professor! Ich habe gewusst, ich kann mich auf dich verlassen. Warten schon lange hier? Wer sind diese Gentlemen? Wie sind die hereingekommen? Gentlemen? Das sind Spitzbuben. Das sind Spitzbuben. Bum, 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 bum. Oh, Gangster. Ja. Wonderful. How do you do? Fessel ihn. Oh, please, wenn es Ihnen Spaß macht. Aber warum solche Mühe? Kara Benemsi wird wieder losbinden in a few minutes. Was sagst du, Davy? Kara Benemsi? Müsste eigentlich schon hier sein. Wie die denn schauen? Er holt den Polizeichef und many, many soldiers. Soldaten. Mhm. Hast du gehört? Hinauf mit ihm! Nicht so unhöflich, please, I'm British Gentleman. Sehr schlecht erzogen, diese Gangster. Haben bestimmt noch nichts gehört von Oxford oder von Cambridge. Oder von München. Einen Teil deiner Leute den Turm umstellen. Der Rest soll den Kanal absuchen und sehen, ob sie die unterirdische Verbindung zu der Zisterne finden. Siehst du den Stein dort mit dem Relief? Dort ist ein geheimer Eingang zu dem Tempel. Ich werde versuchen, ihn von innen zu öffnen. Wir warten eine halbe Stunde. Ist er bis dahin nicht geöffnet, wird er gesprengt. Das wird kaum nötig sein. Mach's gut. Viel Glück, Hara. Mach's gut. Abul Racheb, ihr postiert euch mit euren Reitern an der Nordseite. Niemand darf sich von der Stelle rühren. Fest anbinden. Du läufst nach oben und sagst mir Bescheid, wenn sie kommen. Die Pulverkisten hierher. Was hast du vor, Sephir? Ich weiß, was ich dem neuen Polizeichef schuld. Ich werde ihn mit einem kleinen Feuerwerk empfangen. Das ist Wahnsinn. Lass mich. Tut, was ich sage. An die Arbeit.
Macht schnell! Beeilt euch! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Seht hier! Der Bersnimrod ist von Truppenumstellen. Sie sind schon da? Haben gleich gesagt, nicht lohnen, uns anzubinden. Mein Sidi ist da, mein Sidi. Das wird euch nichts mehr nützen. Wer hier reinkommt, wird nichts weiter vorfinden als Trümmer und zerfetzte Leichen. Du täuscht dich, Selfir! Dazu wird es nicht mehr kommen. Jetzt wird abgerechnet. Deine Minuten sind gezählt. Lass sofort die Gefangenen frei und öffne den Bersnimrod. Halt ihr Hunde! Niemand hört sich von der Stelle. Hier gibt nur einer Befehle. Ich weiß nicht, wo du bist, Karamenemsi. Offenbar hast du Angst, dich zu zeigen. Du verfluchter Giauer. Nicht meine Minuten sind gezählt, sondern deine. Und glaub mir, auch die deiner Freunde. Abdullah, so öffne den Tempeleingang. Und dir, wie sollen wir hier rauskommen? Ihr verschwindet durch den Gang zum Kanal. Ich komme nach, sobald ich mit denen hier fertig bin. Mir nach! Mach das Tor auf! Kommt hoch! Schnell! Jetzt wollen wir mal sehen, ob euer lieber Freund Karabenemsi euch davor bewahren kann, in tausend Stücke zerrissen zu werden. So, meine Freunde, jetzt werdet ihr mit Blitz und Donner in die Hölle fahren, zusammen mit euren Befreiern. Mein Sidi, wo bleibst du bloß so lange? Oh Allah, ich darf gar nicht dran denken. Meine süße Hanne, so jung und schon Witwe. Sidi, mein Sidi, wir sind gerettet. Oh. Kara, benimm sie! Schnell, Sidi! Dort sind sie raus. Erst hier, this way. Nehmt ihnen die Ketten ab. Mir folgen. Oh, thank you, good boy. Marlene, say you some gerettet, Professor. Aleph, what now? Schnell, schnell hinterher. Kim schon, Kim schon. Hier muss irgendwo der Gang in den Fluss münden. Ja, hier geht's rein. Sag Bescheid, wir haben den Gang gefunden. Alle Mann hier durch. Er muss hier in dem Kanal sein. Jeden Winkel absuchen. Spiel ist aus. Du sitzt in der Mausefalle, Sephir. Die Soldaten des Padischahs sind vor dir und genauso hinter dir. Es gibt jetzt keinen Ausweg mehr für dich. Hier kommst du nicht mehr raus. Du siehst, wie schnell sich das Blatt gewendet hat. Nun bist du mein Gefangener. Du irrst dich. Dein Leben ist immer noch in meiner Hand, Karabenemsi. Wenn du mich in die Gehenna schickst, so werde ich auf keinen Fall allein gehen. Du wirst mich begleiten, du Hundesohn. Deine Hand zittert ja, Sephir. Du machst dich lächerlich vor Osman Pascha, der hinter dir steht. Ja.
Sidi, keine Angst, Sidi, jetzt ist dein Apache wieder da, um dich zu beschützen. So. Sidi. Du kannst stolz sein, Karabetti, denn es ist ein Verdienst, dass die Banditen Börs Nimrud unschädlich gemacht worden sind. Aber noch mehr kannst du stolz darauf sein, dass du einem Vater seine Kinder wiedergegeben hast. Wie mir mein Freund erzählt hat, hast du ihn, lieber Hatschi, bei seinem letzten Abenteuer besonders tatkräftig unterstützt. Ich überreiche dir daher, Löwe von Babylon, das goldene Schwert für besondere Verdienste und ungewöhnliche Tapferkeit. Untertänigsten Dank, Exzellenz, danke sehr. Danke. Sie. Was hast du denn plötzlich? Ich weiß, ich bin so aufgeregt, so aufgewühlt, so aufgegriffen, ergriffen. Danke vielmals. Das ist zu viel für mich. Zu viel der Ehre. Hochverehrter Oma, Opa, Papa, Osman, Pascha, Türk. Oh, please telegraph here. Dringend. President, Travelers Club, London. Wundervoll Abenteuer bei den Trümmern von Babylon. Zu Ende. Ende.